Ein bisschen mehr so einen Gedanken machen, wie ich hier das Ordnungssystem mache. Und man wartet noch auf Dinge. Ich zimmer halt, ja, also ich sitze gerade im Schlafzimmer. Unser Tisch kam gerade an. Ich bin gerade zur Haustür reingekommen und da stand ein riesen Paket am Eingang. Und normalerweise hätte die Spedition anrufen sollen, dass der Tisch geliefert wird. Aber ich freue mich jetzt richtig, weil mein Freund kommt in einer halben Stunde circa nach Hause und dann werden wir den Tisch hochholen und hier aufbauen. Momentan liegen da noch Klamotten und Sachen rum und mein Arbeits-PC. Aber das werden wir jetzt alles schön wegräumen und dann den Tisch aufbauen. Und dann fehlen nur noch Stühle. Aber ich freue mich gerade richtig, weil dann kommt hier alles irgendwie so ein bisschen mehr so zusammen. Er ist da, der Tisch. Ha, hier ein kleines Bevor mit Chaos im Hintergrund. Lala. Eigentlich könnten wir ja den Tisch hier in der Verpackung so drin lassen, dass die Tischdinger nicht kaputt gehen und dann kriegen wir es nachher so hoch. We can Oh je, warum lasse ich das die Frau machen eigentlich? Das ist jetzt gerade mal der Zwischenstand. Es fehlen nur noch Stühle und ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, die Kamera ist ein bisschen dreckig. Ich dachte, ich nehme euch heute mal ein bisschen über den Tag hinweg mit, weil es noch einige Sachen sind, die wir natürlich machen müssen. Wir sind jetzt hier seit 6 Tagen und die Woche über haben wir beide gearbeitet und natürlich am Tag dann keine Zeit gehabt und nur abends so ein bisschen Kleinigkeiten aufgeräumt. Aber ich war gestern mit meinem Papa unterwegs und wir haben ein paar
Küchensachen besorgt und meine Kamera blinkt. Der Akku ist leer. Wuhu, ich tausche es kurz aus. Neuer Akku, neues Glück. Jedenfalls werden wir heute so ein bisschen Ordnung schaffen und ich zeige euch so ein paar Fortschritte schon hier in der Wohnung. Ich habe gerade auch schon Sachen abgespült, um ja, die Sachen dann wegräumen zu können. Blöderweise konnte ich jetzt die Wäsche nicht anschmeißen, weil wir das Waschmittel meiner Mama aus Versehen wieder mitgegeben haben. Da werde ich dann einfach nachher Neues besorgen müssen. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Eine Uhr aufhängen und Makramee aufhängen werde ich noch. Die Küche ist auch noch ein großes Chaos eigentlich mit den Dingen, die hier draußen stehen. Und ich möchte, dass das alles langsam mehr Form annimmt. Ein bisschen mehr so einen Gedanken machen, wie ich hier das Ordnungssystem mache. Da brauche ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen so Behälter. Da werde ich dann auch noch mal rumschauen. Und ja, deswegen hervor. They were in high school when they met, and things got kind of awkward. With sparks in the air. Ich brauche hier eigentlich für die Küche noch so ein besseres Ordnungssystem für die Geschirrsachen. Momentan ist das unser Ordnungssystem für die Küche und das haben wir jetzt bei IKEA geholt. Und leider hat ein größeres nicht reingepasst von der Schublade, was jetzt ein bisschen ärgerlich ist, weil das andere Zeug so ein bisschen rumfährt und ja, da halt noch andere Sachen rein müssten, aber da finde ich eine Lösung. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper. Started writing, probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song. And I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart. And how nobody can steal me away. Yeah, I am yours. Cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance. Grabbed his arm and took his hand. He held her close. Under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gestern nicht mehr weiter gefilmt, weil ich dann den ganzen Tag eigentlich nur noch an meinem Video saß, geschnitten habe und dann bin ich noch spontan zu Charlie gefahren, zu meinen Eltern, weil ich die sehen wollte und bin ins Fitnessstudio da gegangen, weil das ist ja in der Stadt, wo ich gewohnt habe. Und jetzt heute Morgen habe ich die Wäsche angeschmissen, weil wir haben aus Versehen gestern ja oder vorgestern das Waschmittel meinen Eltern wieder mitgegeben und dann habe ich das gestern auch gleich wieder mitgenommen und habe die Wäsche heute Morgen angeschmissen, gerade aufgehängt. Jetzt auch noch so ein bisschen in der Küche in meine Gläser die Lebensmittel eingeräumt. Heute geht es für mich nach Stuttgart auf ein Vegan Meetup. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen oder davon gehört und ich finde das richtig cool. Es soll nur leider nachher regnen, deswegen ist die Frage, ob das dann auch wirklich final stattfindet. Aber ich mache meinen Cashew-Dip, dafür habe ich hier auch mal schon ein Rezeptvideo gemacht. Also falls ihr das nachmachen wollt, schaut da gerne dran vorbei. Ich verlinke es auf jeden Fall in der Infobox
Und dementsprechend werde ich heute hier nicht ganz so viel machen. Ne? Wir haben gestern noch die Uhr und das Makramee aufgehängt. Ich zeige euch auch nachher schon so einen kleinen Einblick. Es wird auch irgendwann mal eine volle Roomtour, Wohnungstour geben, wenn alles so ein bisschen finaler ist. Aber es sieht halt auch noch ein bisschen chaotisch teilweise aus. Und ja, deswegen, wir haben auch erst einen Stuhl. Und deswegen werde ich irgendwann gesammelt am Ende eine Wohnungstour machen. Und zeige euch nachher schon ein paar Snippets. Aber jetzt genieße ich erstmal meinen Matcha und war gerade auch eine Runde laufen, so 10 Minuten nur bei uns durch den Park. Und habe jetzt geduscht. Und I bet you think that I should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are. Wir haben im letzten Video jetzt nicht noch diese Löcher verklebt. Da war ja so eine wundervolle Holzkonstruktion und wir wollen diese Teile nochmal davor kleben. Und das machen wir jetzt noch heute. Und heute stehen auch so ein paar andere Sachen an. Wir möchten in der Dusche auch so eine Halterung anbringen, dass man sein Shampoo reinstellen kann, weil da war nichts dabei. Und man kann auch nichts in die Wand bohren. Jetzt haben wir so ein klebendes gekauft. Und das machen wir heute noch. Und ansonsten auch noch so ein paar Kleinigkeiten. Und dann wird es ein chilliger Sonntag danach. Diese Löcher habe ich hier gemeint. Die versuchen wir jetzt zu verkleben, damit das ein bisschen besser aussieht. Ist es gerade? Das ist, du kannst das falsche Format. Das ist immer so. Entschuldigung. Das ist gerade, ne? Ja. Gut. Guten Tag. Wir haben das hier gekauft, weil wir bei der Dusche keine Möglichkeit haben, Sachen anzubringen. Und wir hatten erst überlegt, ob man hier was drüber hängt oder hier quasi. Aber da ist die Wand halt so dick und deswegen würden wir jetzt das hier anbringen. Wir müssen das auch die Oberfläche sauber machen. Kleber drauf machen. Aber das, da dürfen wir dann erst in 2 Tagen Sachen reinstellen. Noch was erledigt. Das waren jetzt so die ersten paar Tage in unserer neuen Wohnung. Es ist noch ein bisschen schwierig, mit manchen Dingen sich reinzufinden und auch Routinen zu setzen und generell hier so anzukommen. Und irgendwie hat man halt das Gefühl, in jeder Ecke ist noch was zu tun. Man könnte immer noch was machen und man wartet noch auf Dinge. Ich filme das Outro ein paar Tage später. Wir hatten nämlich noch keinen Nachttisch und alles und die haben wir jetzt, die zeige ich euch gleich ein bisschen. Und ja, es werden dann auch noch ein paar weitere Videos kommen zu so Organisationstagen. Und es wird auch mit der Zeit auch noch einiges gemacht werden, weil wir haben auch noch gar keine Deko zum Beispiel an den Wänden. Und dieses Zimmer halt sehr. Also ich sitze gerade im Schlafzimmer. Und mein Kleiderschrank ist auch ein Thema, weil da war ich auch sehr, sehr unglücklich mit anfangs. Und da wird auch ein Video zu online kommen. Und ja, ihr könnt mir auch gerne sagen, was für spezifischere Wünsche ihr noch so sehen möchtet, ob ihr so meine neuen Routinen auch ein bisschen sehen möchtet, den Alltag hier und so Kleinigkeiten. Also falls ihr besondere Videowünsche habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare, damit ich da ein bisschen drauf eingehen kann und euch so ein bisschen mehr mitnehmen kann. Und ja, vielleicht ist es auch für den einen oder anderen, der jetzt auszieht oder der umziehen wird oder sowas, eine kleine Hilfe, das anzuschauen, weil ich liebe solche Videos und wir sind auch nicht alleine, wenn wir uns manchmal einsam fühlen. Und es kann anfangs auch alles sehr überfordernd und stressig sein, weil man so viel gefühlt machen will und so viel ansteht und es einfach auch eine neue Umgebung ist und alles. Aber ja, ich freue mich riesig, dich hier zu haben. Und ich zeige euch jetzt noch kurz zum Abschluss. Wow, da draußen sind ein paar Hunde kurz abgegangen. Den Nachttisch.
und so den Clip davor, wie das Schlafzimmer ausgesehen hat. Also hier muss auch noch einiges gemacht werden. Hier sind wir noch gar nicht so happy und ist auch irgendwie so der Raum, der am unfertigsten ist. Aber ja. Wir wollen unser Schlafzimmer ein bisschen aufpimpen und uns fehlt die ganze Zeit schon Nachtschränke. Wir haben jetzt ein bisschen auf eBay Kleinanzeigen rumgeschaut und heute die Nachtschränke abgeholt. Ich zeige euch mal ein kleines davor, wie das Schlafzimmer aussieht. Das ist momentan unser Schlafzimmer. Es ist noch sehr chaotisch mit, also ignoriert auch die Klamotten, aber ja, das ist bisher so unser Bett und da müssen auf jeden Fall noch Nachtschränke hin. Und hier irgendwann auch was an die Wand. Also das wird so mit der Zeit passieren. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal den Nachtschrank. Den haben wir von eBay Kleinanzeigen. Da liegen jetzt meine Ohrstöpsel drauf und da stelle ich immer nachts ein Wasserglas drauf. Und ja, sehr schön, schlicht auch. I like.